Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Und heute reden wir über einen neuen Action-Thriller, den ihr bei mir sogar im Hintergrund zum Teil sehen könnt, nämlich mit Dev Patel in der Hauptrolle, der auch hier selber das Drehbuch geschrieben hat und selber die Regie übernommen hat. Wir reden über Monkey Man und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Close your eyes and you will find yourself. When I was a boy, my mother used to tell me a story of a demon king and his army. They brought fire and terror to the land. Until they faced the protector of the people, the white monkey. There you are. You are a beast. In this city, the rich don't see us as people. Give me the job no one wants to do. I'll do it. Anyone who forgets their place doesn't turn out well for them. This is not the place to work if you can't handle that sort of stuff. Every day, I've prayed for a way to protect the weak. I've got an answer to every prayer. I call on Nikki. Minaj, big bumper. Nice headlights. Let's boogie! To fight for your mother, for all of us. Anger will not quiet your soul, my son. Don't call me son. It's time to remember who you are. But only love kills more when will they learn. Just one small ember can burn down everything. Ladies and gentlemen, are you ready for a fight? 1, 2, 3. In Monkey Man geht es um Kid, gespielt von Dev Patel. Er hat ein sehr ungewöhnliches Leben. Er läuft aktuell durch Indien, um sich irgendwie an den Leuten zu rächen, die seine Mutter und sein komplettes Dorf während seiner Kindheit vernichtet haben. Und nun sehnt er sich nach Rache und weiß auch mittlerweile, wer offenbar dahinter gesteckt hat. Und nun muss er sich da aber irgendwie ranwagen, um sein Ziel zu töten. Doch das geht nur leider nach hinten los. Und die komplette Stadt ist hinter ihm her. Das ist im Grunde die Geschichte in Monkey Man. Es erinnert ein bisschen sehr an John Wick, gerade dann, wenn wir uns mal die Geschichte überhaupt vornehmen. Aber Dev Patel hat das ganz clever gemacht. Er hat die komplette Mythologie Indiens mit eingebaut in ein Action-Spektakel, das aber tatsächlich weniger Action bietet, als man vielleicht annehmen mag. Es gibt so ein, zwei Sequenzen Momente im Film, wo es wirklich actionlastig wird, gerade im Finale. Und gerade eine Verfolgungsjagd, wo er dann aufgefallen ist. Und das ist wirklich spektakulär inszeniert. Also sobald die Action losgeht, ist das heftig, ist das brutal und da wird auch ordentlich Blut fließen gelassen. Also hier ist
deftig. Nicht ohne Grund hat der eine 18er-Freigabe. Aber auch die Mythologie innerhalb des Films finde ich ganz schön. Gerade wenn unser Protagonist zum eigentlichen Glauben finden muss, um dann zu sich selber auch zu finden. Das ist toll inszeniert, das hat tolle Bilder und ist wirklich kraftvoll, gerade auch, weil Dev Patel hier eine tolle Physis an den Tag legt. Doch ich habe auch ein paar Probleme mit dem Film. Monkey Man hat leider eine Geschichte, die man doch relativ früh auszählen kann. Da sind nicht wirklich große besondere Sachen drin, da sind keine besonderen Spitzen drin, hier wird nicht irgendwie groß getwistet oder sonst irgendwas. Das ist ein A nach B Action-Thriller über Rache und so weiter und so fort. Das hat man alles schon tausendmal gesehen und inhaltlich macht das halt leider nichts Neues. Aber dafür ist das, was der Film inszenatorisch leistet, was visuell leistet, wirklich große Klasse. Dev Patel ist super, alle anderen Nebendarsteller sind großartig. Die Action-Sequenzen suchen ihresgleichen, also da das kann locker und flockig mit John Wick oder Mad Max oder The Raid mithalten. Auch wenn hier und da ein bisschen schnell geschnitten wurde. Aber nichtsdestotrotz, Monkey Man ist höllisch brutal. Ist wunderbar tiefgründig, was seine Mythologie angeht. Und charismatisch, was seine Darsteller angeht. Toller Film. Monkey Man bekommt von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Monkey Man schon gesehen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.